glaube, dass wir mehr Gelassenheit im Umgang mit digitalen Technologien brauchen, weil das die Voraussetzung dafür ist, um souveräner zu werden. Was macht die Technik mit unserer Gesellschaft? Und deswegen haben wir dieses Format gegründet, dass man darüber spricht und die unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung beleuchtet. Wir erleben hier nichts fundamental Neues, sondern eine Herausforderung, die Generationen vor uns in gleicher Weise haben. Neue Technik, neue Technologien haben Einfluss auf unser Leben. In der freien Marktwirtschaft wird es immer viel Angebot geben und man muss sich überlegen, was für einen selber sinnvoll ist und eben nicht. Ich fand die Zusammensetzung des Panels einfach wirklich erfrischend und auch spannend. Die Veranstaltung war richtig cool, hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Auf der Bühne hatten wir natürlich wieder wirklich top Leute. Ich fand das super, weil ich denke, genau diese Debatten sind wichtig, um einen guten Umgang mit der Digitalisierung zu finden, um die Chancen, die Möglichkeiten zu nutzen und sich der Risiken und Schwierigkeiten klar zu werden. Ich fand das ganz ausgezeichnet. Und es ist eben eine bunte Mischung aus Menschen im echten Leben, an einem Ort, wo man sich wohlfühlt und nicht in irgendwelchen intellektuellen Bildungseinrichtungen. Ich bin total beeindruckt, dass hier so viele Menschen in diesen tollen Ort kommen. Es war ein extrem inspirierender, toller Abend hier in Regensburg und ich komme gerne wieder.